wenigstens. Wo genau sind wir? Ja, woher soll ich das wissen? Ich bin doch kein Navigateur. Schatz, du kannst alles sein, was du nur willst. Ach, Schatz. Oh, Sarah. Oh, Sarah. Oh, Sarah. Also der Sonne und dem Schatten nachzuurteilen, ist es etwa 7 Uhr abends. Wie lange stehen wir hier schon? Seit etwa einer Stunde. Also, Monsieur Nagelmakers, das bedeutet... Das bedeutet... Wir sind seit dem Mittagessen... Na, 7 Stunden gefahren. 7 Stunden. Und da haben wir gerade... Da haben wir... Na, was? Na, was, hä? Ja, Budapest verlassen. Budapest, natürlich. Ja, das heißt... Das heißt, Wir sind... Irgendwo... Irgendwo... In den Bergen... In den Bergen... Noch vor Bukarest... Etwa 100 Meilen Luftlinie... Entfernt von Sinaia... Von Sinaia... Ja... Sinaia, ja... Nein! Was denn? Nichts, alles richtig. Die nächste Frage, bitte. Die nächste Frage. Wer hat dieses Abteil zuletzt verlassen? Was? Wieso soll das denn jetzt wichtig sein? Irgendjemand muss unseren Wagen absichtlich vom Rest des Zugs abgekoppelt haben. Ah. Aha. Ja, aha. Ja, dann das ist ganz einfach. Es war Mademoiselle Polly. Was? Ja. Sie hat noch vor kurz den Waggon verlassen, um sich die Hosen anzuziehen. Was ist denn bei Ihnen kaputt? Warum sollte ich das verdammt noch eins tun? Ich muss pünktlich zu einem Fallschirmsprung in Konstantinopel sein. Warum sollte ich dann freiwillig auf dieser Brücke rumstehen? Außerdem war ich nicht die Einzige, die den Salonwagen zwischendurch verlassen hat. Sie da wollten auch raus. Das habe ich genau gesehen. Wollen Sie etwa damit sagen, dass das ist skandalös? Ich werde Ihnen sagen, wo ich hin wollte. Ich wollte aufs Klo, wegen dem Sud, den Sie Kaffee nennen, Monsieur Nageldackers. Monsieur, ich muss doch sehr bitten. Cher, beruhige dich. Warum glauben Sie eigentlich, dass das Ganze kein Versehen war, Monsieur Brigelow? Was? Ach so, Weil sich Waggons nicht aus Versehen abkoppeln und dann auch noch so leise, dass wir es kaum bemerken. So ein Quatsch, warum soll ich... Sie haben recht, Mr. Brad. Das An- und Abkoppeln kann man normalerweise sehr gut hören und sogar spüren. Um das so unbemerkt über die Bühne zu kriegen, muss man das verdammt gut drauf haben und wissen, was man tut. Allerdings, ja, das, genau. Sie meinen, jemand hat uns absichtlich hier zurückgelassen? Dann muss er aber kurz vorher noch einmal eher im Wagen gewesen sein. Gewesen sein, ganz richtig. Ah, der Journalist. Ja, bitte? Doch nicht Sie, der richtige Journalist. Was bitte meinen Sie mit der richtige? Na, der ohne kurze Arme. Der Redakteur, der mir die Fragen gestellt hat. Ohne kurze Arme? Der ist ja noch mieser dran als ich. Der saß doch bei Ihnen, da hinten in der Ecke. Können Sie diesen Mann beschreiben? Genau, richtig, ja. Ja. Und Besonderheiten, besonders Besonderheiten. Ja, hatte er irgendwelche auffälligen Besonderheiten? Beschreiben, nun ja. Wie sah er aus? Eigentlich ganz normal. Besonderheiten? Nicht, dass ich wüsste. Ach, wenn ich doch zeichnen könnte. Kann irgendjemand ihr? Geben Sie mir Stift und Papier und ich werde zeichnen, was Sie beschreiben. Oh, Schatz, du bist so bekannt. Ich weiß, aber ich bin ein Gnom, ein Wicht. Ein Nichts gegenüber deiner Schauspielkunst, Sarah. Oh. Hey! Aha, genau. Très bien. Ganz normal. Keine Besonderheit. Bis auf die Maske vielleicht. Aber ich bitte Sie, was ist heutzutage noch normal? Also, wir wissen jetzt, wie der Täter aussah. Wenn Sie ihn richtig gezeichnet haben, Monsieur Damalard. Nun, so gut ich konnte. Aber was hilft uns das jetzt? Nun, das hilft uns eine ganze Menge, mein lieber Jacques. Und was? Es hilft uns zum Beispiel, dass... es hilft uns, also im Zuge des Umstandes, dass es hilft uns... Dass die Theorie mit dem Einzeltäter, der kurz vor dem Abkoppeln des Zuges den Salonwagen verließ, bewiesen ist. Es war dieser offensichtlich maskierte
Ganove. Allerdings, ganz richtig. Aber bitte, unterbrechen Sie mich doch nicht ständig, Monsieur Brett. Unterbrechen? Allerdings, ich muss mich doch schließlich konzentrieren. Auf Kaninchen? Nicht ohne Talent. Ich dachte, Sie schreiben alles auf für Ihre Schlussfolgerung. Naja. Ja, ich kann das erklären, ja? Da bin ich aber einmal sehr gespannt. Ich bin in Wahrheit gar kein Detektiv. Tatsächlich? Das hätte ich ja nie gedacht. Danke. Aber ich bin tatsächlich kein Detektiv. Ich bin nur ein Schauspieler. So, jetzt ist es raus. Was? Ja, ich arbeite für den echten Detektiv Hercule Briglot als Double. Wir treffen uns immer an der Rue de Folie in Paris. Dort bekomme ich meine schriftlichen Anweisungen, wo ich mich als nächstes aufhalten soll und was ich noch zu tun habe. Tja, und so kann er in aller Ruhe seine Ermittlungen führen, während mich die ganze Welt auf Schritt und Tritt verfolgt. Und die ganze Unterwelt noch dazu. Es tut mir ja so leid. Ich muss sagen, ich habe mich ja auch gewundert. Sie wirkten auf mich so gar nicht wie ein großer Detektiv, sondern eher wie ein... Kompletter Versager? Ja, genau! Wie ein kompletter Versager! Ein mieser Detektiv! Und noch dazu der mieseste Schauspieler der ganzen Welt! Und diesmal konnte ich ja nicht mal meinen Text lernen, weil ich Monsieur Briglots Brief mit den Anweisungen in meinem Abteil hab liegen lassen und sie jetzt gar nicht mehr lesen kann! Was gebe ich drum, die jetzt zu lesen, die Anweisungen? Die haben wir aber nicht hier, diese Anweisungen. Kommen wir also zurück zu unserem Problem. Einen Detektiv, die keine ist, und eine verschwindende Sück. Meine Sück. Meine schöne Sück. So, jetzt ist aber genug mit dem Rumgeheule. Briglot oder wie auch immer sie heißt. Briglot! Ich heiße eigentlich Michel Briglot. Monsieur Briglot hat nach jemandem gesucht, bei dem man problemlos den Ausweis fälschen konnte. Ja, und bei mir stimmten ja schon 6 von 8 Buchstaben. Er hat mich nur wegen 6 Buchstaben genommen und nicht wegen meines Talents. Welches Talent? Sie haben ja keine Ahnung. Ich war in ganz Paris bekannt als Madame Michel, die singende Schiffsschaukelbremserin. Ich war ja auf einiges vorbereitet, aber nicht auf... Madame Michel, die singende Schiffsschaukelbremserin? Doch nicht etwa die Madame Michel, die singende Schiffsschaukelbremserin? Ja, die war ich. Ich habe sie vergöttert. Ich war ihr größter Fan. Jacques! Moment, Cherie. Das müssen Sie uns aber beweisen, meine Liebe. Jacques! Ja, wenn die Schiffsschaukel schwingt und die Kellnerin bringt dir noch ein Bier, dann gibst du es dir über die Hose. Warum trinkst du denn bloß ein Glas voller Bier in der Schiffsschaukel hier? Ja, Schiffsschaukel bremsen. Das ist mein Lebenssinn. Bereits als ein Jahr ich brenn, wenn ich dich brenn. Wir stehen mitten in der Pampa in einem verlassenen Zugwaggon und wissen weder warum noch was wir ab morgen zu essen gedenken. Und diese feine Gesellschaft hat nichts Besseres zu tun als das Absingen eines albernen Kirmesliedes. Ich verbitte mir das fein. Ja, Schiffsschaukelbremserin, das ist mein Lebenssinn. Würdest du uns den Champagner reichen, Cherie? Gar kein Fall. Jawohl! Champagner, eine sehr gute Idee! Champus für alle! Hurra! Das ist mein Lebenssinn. Bremseisen, ja, ich bin's.
Ist es vorbei? Scheint so. Wo kommen Sie denn her? Wonach sieht es denn aus? Ich brauche eben meinen Schlaf. Aber die Nacht war doch sicherlich zu kalt und zu dunkel. Hier drin war es zu laut und zu unzivilisiert. Vorsichtig ausgedrückt. Kommen Sie mit raus? Die Sonne geht gerade auf. Das glaube ich jetzt aber nicht. Was denn? Warum schaut ihr mich so an? Ich habe damit nichts zu tun. Moment, Moment. Dein Ur-Ur-Großvater Beauregard sitzt da draußen mit der berühmtesten Schauspielerin des 19. Jahrhunderts im Sonnenaufgang und du sagst, du hättest damit nichts zu tun. Allerdings. Jetzt, wo du sagst. Stimmt. Ist ja auch total unwahrscheinlich, dass sich so eine Frau mit Bernie und einem Kaffee in den Sonnenaufgang setzt. Was? Wieso? Ja, hast recht, Chili. Tja, da hat er wohl ein bisschen geflunkert, dein Ur-Ur-Opa. Hat er nicht? Hat er gar nicht, nämlich. Und sag mal, wieso ist das jetzt so total unwahrscheinlich, dass sich jemand früh morgens nach draußen setzt mit einem Brot und einem Kaffee?